Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Hogwarts Legacy. Wir haben Samantha Dale jetzt einen Tag warten lassen und wir wollen sie natürlich nicht länger warten lassen, denn sie klang ziemlich traurig, weil sie mit ihrem Bruder anscheinend keine Accio-Duelle mehr machen kann. Das Ganze werden wir jetzt aber machen und gegen sie Samantha, spielen. Samantha, wegen des Accio-Duells. Ja? Lust auf eine Runde? Ja, es kann losgehen. Dann beschwören wir mal los. Meinem Bruder geht es gut dank dir. Und er hört jetzt auf mich. Rübenfüße scheinen eine denkwürdige Lektion zu sein. Ach, oh. Okay. Ja, wir versuchen das Ganze mal. Warte mal, lass mich mal vorbei. Versuchen das Ganze mal hier so ein bisschen vorbeizuziehen. Perfekt. Genau so wollte ich das. Das war unglaublich. Ja, war nicht schlecht, wa? Not bad, not bad. So, wir lassen den mal hier liegen. Oh, das kann ich kaum besser machen. Nee, das wird schon schwierig für dich, das stimmt. Aber der bleibt da liegen, das heißt, ich muss meinen eigentlich... Habe ich schon gewonnen? Ich habe eigentlich schon gewonnen, ne? Ja. Muss meinen jetzt nur noch... Ich werde ihn hier vorbei versuchen zu bringen. Ah, jetzt habe ich ihn da reingepusht. War ja nicht so clever. Das kann ich kaum besser machen. Tja, aber sollte trotzdem gewonnen sein. Ja. Okay. Wir haben zwar hier noch ein paar mehr Punkte gegeben, aber durch die 30 Punkte haben wir das Ganze gewonnen. Nach deinem schlechten Auftritt gegen Natty dachte ich, ich könnte dich schlagen. Ich habe mich wohl überschätzt. Was für ein schlechter Auftritt. Sag das nicht, Samantha. Du spielst wirklich gut. Das ist wirklich sehr nett von dir. Sagen wir einfach, wenn ich gut bin, bist du besser. Ich weiß zufällig, gegen wen du als nächstes antrittst. Und sie hält sich nicht zurück. Viel Glück. Alrighty, das zweite Duell, das zweite Spiel haben wir abgeschlossen. Und damit sind wir reingekommen in diese 48. Folge mittlerweile schon. Ich freue mich, dass das Format hier so lange anhält. Sehr, sehr schön. Und wir werden jetzt mal die Halle von Harrow Diana finden. Und dafür auf die Karte gehen. Da müssen wir... hier hin. Okay. Hat doch irgendwas gesagt von dunklen Künste. Magie gegen die dunklen Künste war doch da eigentlich. Oder Verteidigung gegen die dunklen Künste. Irgendwie da drunter, meinte sie doch. Das ist ja jetzt ganz woanders. Obwohl. Naja, nicht wirklich. Naja, wir versuchen mal das Ganze zu finden. So, braucht kurz einen Moment. Alright. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass wir jetzt durch Räume durchgehen können, die verschlossen sind, ne? Achso, warte mal, wir müssen ja Accio, Depulse geben. Das muss der Eingang zur Halle von Harrow Diana sein. Wir haben jetzt ein bisschen abgewürgt. Aber ja. Die Halle von Harrow Diana. Dann finden wir mal diese Rätsel. Mal schauen, ob Harrow Diana Byrne so gut war, wie Sophronia behauptet. Accio. Wow. Das hat uns einfach kaputt gehauen. Alright. Aha. Zack.
Die Truhe nehmen wir mit. Ja, der Pullover ist zwar nicht besser, aber nehmen wir mit. Revelio. Machen wir nochmal ein Revelio. Accio. Impulso. Ups. Was ist das für ein Ring? Okay. Accio. Alright. So. Nummer 1 geschafft. Eine interessante Truhe. Das war nicht so schwer. Was kommt als nächstes? Revelio. Da oben ist eine Truhe, okay. Accio. Oh. Darf das nicht im Licht stehen? Ach so, das sind so eine Puzzle, wo du halt, ja, okay. Warte mal, Accio. Ja, wo du halt, okay, ja, ich verstehe. Das sind so eine Puzzle. Okay. Aber wenn ich den jetzt Accio, dann geht er dahin. Ne, das macht keinen Sinn an sich. Wüsste halt gern, was das für eine Dinger hier sind. Kann man die auch Levioson hier, die Sachen? Wingardium Leviosa. Kann man nicht. Okay. Leviosa. Kann man nicht, okay. Kann man da rüberspringen? Nope. Wie komme ich da oben ran? Gute Frage. Warte mal. Den kann ich ja hier ziehen. So, jetzt kann ich den aber da nicht mehr ziehen. Logisch. So. Okay. So wollte ich den gar nicht ziehen. Warte mal. So ist er ja so dran. Macht ja keinen Sinn. Ich meine, klar, ich könnte jetzt hier hochgehen. Und hier hochgehen. Und hätte dann das Rätsel gelöst. Aber ich will ja zu dieser Truhe da. Achso, oder muss ich die Truhe erstmal... Nee. Also klar, ich könnte da jetzt weiter... Kann man noch Depulso machen? Nee. Man kann nur Accion. Okay. Man könnte theoretisch halt darüber springen. Warte mal. Accio. Accio. Und dann da hoch. Und von hier kommt man aber nicht darüber, ne? Hab's ja schon probiert. Nee. Wie komm ich darüber? Was sind das da für eine Greifhaken? Revelio. Na guck mal, die werden ja blau. Accio.
So. Aber es ändert ja an sich auch nichts. Müsste ja da irgendwie rankommen, aber das geht ja gar nicht. Hier müsste ich halt rankommen. Aber dann müsste der Stein auf der anderen Seite sein, dass der halt da so gegen... Kann ich den nicht drehen? Confringo, Defindus, Expelliarmus, Incendio. Nee. Arresto Momento, Glacio, Levioso. Wingardium Leviosa. Kann ich nochmal rausgehen und das Ganze nochmal neu anfangen? Geht das? Weil ich habe nämlich das Gefühl, dass ich irgendwas verkackt habe. Aha. Der Schalter setzt alles zurück. Gut zu wissen. Genau, der Schalter setzt alles zurück. Okay. Das ist schon mal nice zu wissen. Okay, dann musste ich den mit einem normalen Zauber wirken. Genau, was wir nämlich erreichen wollen, wir wollen nicht, dass dieser Cube über dem hier ist, sondern über dem hier, basically. So, wir können den ja hier vorher ziehen, ne? Das würde ja zum Beispiel gehen. Und wir könnten auch den hier ziehen. Und die verbinden sich, sobald der da dran ist. Das heißt, wenn wir den jetzt ziehen, ist der auf jeden Fall auf der Seite. Das heißt, jetzt ziehen wir hier, und jetzt bin ich tot, weil ich da im Weg stand. Das war natürlich dämlich. So. Jetzt ist er auf der Seite, jetzt können wir den ziehen. Jetzt bleibt er da nämlich stehen, deswegen. Und jetzt können wir den auch so ziehen. Und theoretisch könnte ich jetzt hier hoch. Also theoretisch könnte ich jetzt von hier halt darüber springen. So. Und das alles nur für dieses Gestell, was ich sowieso nicht brauche. Aber ich wollte euch zeigen, dass es auf jeden Fall geht. Ne? Akio. So, und jetzt stellen wir die Leiter da ran. Und dann gehen wir da hoch. Okay, das setzt das zurück. Das ist natürlich mega. Alright. Gut, wir haben das Rätsel gelöst. Ich glaube, ich habe den Dreh langsam raus. Nur noch das zweite eins. Zumindest. Revelio. Und die Truhe ist da oben. Eine andere Truhe sehe ich. Will ich hier runter? Eine andere Truhe sehe ich jetzt momentan nicht. Hier komme ich auch wieder hoch. Wir haben den Block hier. Und wir haben... Haben wir sonst noch einen Block? Warte mal, lasst uns mal einen Überblick verschaffen. So, also das erste, was wir machen, ist so. Das zweite, was wir machen, wird das Ganze dagegen zu hauen. So, das nächste, was wir machen, ist das darüber holen. Ah, nee, schade. Nee, was wir machen, ist so. Jetzt habe ich es verkackt. Nochmal zurücksetzen. Das, was wir machen, ist so. Dann hier rüber. Nee. Hier rüber. Dann dagegen. Dann darüber, weil es dann dagegen geht. Dann haben wir den Abstand. Dann können wir das von hier dahin holen, um die Kiste zu besorgen. So. Wir müssen nämlich ziehen, um hier die Kiste zu besorgen. Klar hätten wir jetzt das auch noch da ranschieben können, aber müssen wir ja gar nicht. So. Dann schauen wir mal, ob wir das jetzt irgendwie... So.
So. Kommen wir von hier schon darüber? Nee. Wir brauchen da die Zwischenstufe. Okay. Aber wenn wir einmal da sind, können wir das Ganze ja zurücksetzen und das sozusagen... Ne? Also wir können ja theoretisch sagen, wir setzen zurück. Kommen wir hier ran? Dass wir hier uns selber Akion? Akion! Nee, geht nicht. Okay, wie machen wir das? Das machen wir, indem wir so machen, wie wir zum Anfang gemacht haben. Genau. Wir machen das so wie am Anfang, wo wir es falsch gemacht haben. Genau, so machen wir das und dann darüber. Dann können wir nämlich da einfach rüberlaufen gleich. Hier jetzt einmal außen rum, weil ich da gar nicht rüberklettern will. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. So. Dann können wir hier rauf. Hier rauf. Dann setzen wir das Ganze zurück. Machen so. Machen so. Und kommen hier hoch. Easy. Das war das Letzte. Und das muss das letzte Teil von Herodianas Ensemble sein. Bemerkenswert. Kein Wunder, dass Sophronia es sehen wollte. Okay, that's it. Wir haben es geschafft. Nice. Ja, mit ein bisschen Verstand an die Sache rangehen. Ja, man braucht ein Gehirn. Nice. Nice, 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 nice. Okay, wir gehen zurück zu Sophronia. Sophronia. Dieser Name, der macht mich fertig. Der klingt irgendwie schön. Aber auch, er macht mich komplett kaputt im Kopf. Weil ich das nicht aussprechen kann. Sophronia. Sophronia. Selbst die FPS droppen hier. Und die Uniform eines Historikers. Diese alten Schatzkarten sind großartig. Ah ja. Alright. Hello, da sind wir. Sophronia, alle Rätsel in der Halle von Herodiana sind gelöst. Unglaublich. Du hast Herodianas Gewand gefunden? Kann ich es sehen? Natürlich. Hier ist es. Oh, wie prächtig. So majestätisch wie Herodiana selbst, die größte Depulso-Meisterin aller Zeiten. Du bist fast so toll wie Herodiana. Alright, ja, wir haben natürlich keine Gegenleistung verlangt, denn sie ist ja eine Drittklässlerin und wir helfen natürlich Drittklässlern, wo wir können, ne? Wir verlangen nur von welchen etwas, die schlecht mit uns umgehen oder die uns herumkommandieren. Oder von welchen, die genug Geld haben, um das Ganze aufzutreiben. Was ich jetzt aber mal gucken wollen würde, ob wir die Mütze tatsächlich aufsetzen könnten von Herodiana. Oder ob wir die jetzt sozusagen abgegeben haben. Ah ne, könnten wir tatsächlich aufsetzen, okay. Gut. Wie viel haben wir denn in unserem Inventar? 12 von 24. Wir sollten vielleicht schon mal daran denken, ein paar Sachen wieder zu verkaufen, tatsächlich. Und schauen mal auf die Nebenmissionen oder auf die Missionen, die wir generell machen können. Da sehen wir Trollbekämpfung, können wir auch bald machen. Mit Sirona sprechen in den drei Besen, das ist sehr gut. Gladwin Moon, die Demiguise-Monde zurück, genau, die müssen wir auch noch finden. Alohomora 2 und Alohomora 3 lernen wir da kennen, sehr cool. Und hier haben wir beschaffe 3 Kampfpflanzen und nutze sie zeitgleich. Die müssten wir eigentlich mittlerweile haben. Aber wir werden erstmal nach Hogsmeade und mit Sirona reden und dann können wir da auch schon unsere Sachen verkaufen und die Nebenmissionen, die wir hier noch haben, können wir da auch annehmen.
Sehr schön. Das war ein cooles Rätsel. Das hat mir gefallen. Sowas habe ich. Es gibt's ja auch. Ne? Ihr könnt euch erinnern, vielleicht an eure Kindheit. Da hat man auch sowas Ähnliches gemacht. Ich kann mich da noch ganz genau dran erinnern, dass ich so eine Rätsel auf jeden Fall mal gemacht habe. So zum Verschieben oder so. Total cool. Na, wonach suchen Sie heute? Ich suche nur nach jemandem, der meine Sachen abkauft. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Jo, see you. Okay, dann reden wir mal mit Sirona. Schön, dass Sie hier sind. Revelio. Jetzt habe ich den noch nicht eingesammelt habe. Die drei Besen, das Wirtshaus drei Besen, das derzeit von Sirona Ryan geführt wird und angeblich so alt ist wie Hogsmeade selbst, ist seit langem ein Treffpunkt für Dorfbewohner und Hogwarts-Schüler, die ein Butterbier oder ein Feuerwhisky genießen möchten. Aha, die trinken hier also Whisky, die Schüler. Was petzig. Hallo Sirona. Danke für die Eule. Wie geht es Ihnen? Ah, hallo. Haben Sie Lodgok gefunden? Das habe ich, danke. Wir haben uns nett unterhalten. Er lässt grüßen. Das freut mich. Ich werde nicht nach weiteren Einzelheiten fragen. Und ich werde Sie nicht erneut ermahnen, vorsichtig zu sein. Aber bitte seien Sie's, was immer Sie auch vorhaben. Ich, natürlich. Sie haben erwähnt, dass Sie Hilfe bei etwas brauchen. Das stimmt. Ich dachte, Sie wären genau die richtige Person, um meiner Freundin Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield zu helfen. Ich glaube, ich kenne Mrs. Sprottle noch nicht. Sie ist reizend. Ihr verstorbener Mann Aiden war ein Freund meines Vaters. Ich habe bei Dot und Aiden gewohnt, wenn ich hier im Sommer als Schülerin gekellnert habe. Seit Aidens Tod habe ich sie einige Male gesehen, aber hier war zuletzt so viel los, dass ich nicht besonders aufmerksam war. Ob Sie wohl bei ihr vorbeischauen könnten? Sie braucht vielleicht Hilfe beim Sammeln einiger Zutaten für den Mega-Power-Trank. Und Sie könnten dabei auch etwas für mich wiederfinden. Eine Schachtel mit alten Briefen und derlei. Warum hat Mrs. Brottle einen Vorrat an Mega-Power-Tränken? Dot ist eine geschickte Trankmeisterin. Sie versorgt reisende Händler mit dem Mega-Power-Trank. Eine gewöhnliche Vorsichtsmaßnahme, die leider zur Notwendigkeit wurde, seit Ranrocks Anhänger die Handelswege stören. Warum haben Mr. und Mrs. Sprottle ihre Briefe noch nach so langer Zeit? Dot fand sie beim Ausräumen eines Schranks, einige der wenigen, die ich hatte, als ich jung war. Ich weiß gar nicht, was genau in der Schachtel ist. Sicher furchtbar dramatisch. Geschichten einer jungen Hexe und ihrer Freunde. Sie dürfen ruhig hineinsehen, wenn Sie sie finden. Ich kann mir vorstellen, dass sie einige schöne Erinnerungen enthält. Ich werde versuchen, bei ihr vorbeizuschauen. Das würde mir wirklich viel bedeuten. Und Dorothy sicher auch. Aiden wollte mir die Briefe bringen, als er krank wurde. Dot weiß, wo er sie verloren haben könnte. Alles klar. Das Dorf nördlich von Hogsmeade. Bitte grüßen Sie Dot von mir. Jawohl, machen wir doch nach. Gerne machen wir das. Okay, dann schauen wir mal auf die Karte und werden noch zu dieser Nebenmission hier gehen. Und die annehmen. Hinter den drei Besen ist ein murmelnder Mann. Mhm. Schauen wir mal, wo er sich versteckt. Es wird ihm noch leid tun, mich ausgeschlossen zu haben. Okay. Sir, ist alles in Ordnung? Danke der Nachfrage. Mein Name ist Ackley Barnes. Und nein, ganz und gar nicht. Ich plane gerade meine Rache gegen meinen einstigen Geschäftspartner, einen teuflischen Schwindler namens Alfred Lawley. Er hat mich aus unserem Kräuterbedarfsgeschäft verdrängt, als es gerade Fahrt aufnahm. Er meinte, ich sei zu explosiv. Dem zeige ich mal explosiv. Das muss frustrierend für Sie gewesen sein. Ja, das war es. Schrecklich. Ich bin eben leidenschaftlich bei der Arbeit. Arroganter Narr. Er kann auch leidenschaftlich sein. Und daran werde ich ihn erinnern, indem ich ihm seinen geliebten Besitz nehme.
Eine Venemosa Tentacula, die er aus einem Samen züchtete und die der Grundstein unseres Geschäfts sein sollte. Ich komme nicht mal in die Nähe, wenn Ruth Singer mich wie ein Augury beobachtet. Sicher auf Lollys Bitte hin. Aber ein Kind würde niemand verdächtigen. Was halten Sie davon, schweren Pflanzendiebstahl zu begehen? Sie sagten, Mr. Lawley war mal Ihr Geschäftspartner. Woran haben Sie gearbeitet? Ich hatte die Idee, eine Venemosa Tentacula zu einer Art Wachpflanze abzurichten, die auf Befehl hin angreift. Wir erlebten einen Rückschlag, als sie Lawleys Kniesel fraß. Danach warf er mich aus dem Geschäft, dieser visionslose Narr. Warum brauchen Sie gerade Mr. Lawleys Venemosa Tentacula? Nun, wenn ich sie habe, hat Lawley sie nicht. Ergo kann ich mein Geschäft starten und er muss von vorn beginnen. So töte ich zwei Schnatzer mit einem Stein. Was ist sonst noch in Mr. Lawleys Keller? Lawleys gesamter Kräuterkundebedarf. Eine beachtliche Sammlung. Füllen Sie ruhig Ihre Taschen, wenn Sie dort sind. Das sollte ihn ablenken. Und ich kann mit meinem Geschäft loslegen. Ohne Konkurrenz. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ein Schüler das für Sie tun sollte. Ach, das ist doch nichts. Und er hat es verdient. Glauben Sie mir, Sie werden das im Nu erledigt haben. Na gut, mal sehen, was ich tun kann. Ausgezeichnet. Ich werde hier warten. Bringen Sie mir lediglich die Venemosa Tentacula. Wir geben ihm einfach irgendeine. Nicht vergessen, ich brauche nur die Venemosa Tentacula. Hallo, Mr. Barnes. Ich habe die Venemosa Tentacula. Ich würde zu gern Lollys Gesicht sehen, wenn sein geliebter Besitz plötzlich fort ist. Mal sehen, wer dann explodiert. Sehr gut. Ich nehme sie Ihnen gern ab. Aber natürlich. Es war gar nicht so leicht, sie zu besorgen. Ich würde gern für meine Mühe bezahlt werden. Tja, das ist nur gerecht. Sehr geschäftstüchtig von Ihnen. Hier, eine Kleinigkeit für den nächsten Besuch bei Zonkus. Noch einmal vielen Dank. Sie werden noch Großes erreichen. Okay, dann haben wir das Ganze doch so gelöst, dass keiner zu Schaden kam. Und wir haben einfach eine Venemosa Tentacula vertickt, die wir selber angebaut haben. Und mit diesem wunderschönen Anblick hier auf Hogsmeade würde ich diese Folge abmoderieren und sehe euch in der nächsten Folge wieder. Macht euch heute noch einen schönen Tag. Haut rein, bis dann. Und ciao, ciao.